It has been a while. Ja, und es ist kalt geworden. Es ist kalt geworden und naja, herzlich willkommen zu einer neuen Storytime aus unserer 10-Jahres-Saga. Und auch hallo da im Podcast, falls ihr uns nur hört. Heute vor mehr als 9 Jahren, haben wir angefangen, uns zu überlegen, dass wir mal was ganz Besonderes machen wollten. Und zwar ist ja einer unserer Lieblingsfilme, ist ja, sag's ihnen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich muss erstmal den deutschen Titel wieder. Genau, und täglich grüßt das Murmeltier, Groundhog Day. Und der spielt ja in Punxsutawney, Pennsylvania. Und Pennsylvania ist einer unserer Nachbarstaaten hier, ist also nicht so richtig weit weg. Also haben wir dann auch 2012 schon angefangen und wollten da hinfahren. Aber kannst du halt mit kurzfristig mal eben nach Punxsutawney zum Murmeltierfest fahren, kannst du auch vergessen. Ne? Also mussten wir vor 10 Jahren buchen und sind dann vor 9 Jahren gefahren. Und heute ist übrigens Murmeltiertag. Ne? Heute ist der Murmeltiertag. Und hat der Phil seinen Schatten gesehen? Der Phil hat seinen Schatten gesehen, hat sich erschrocken, ist dementsprechend wieder rein und hat gesagt, so 6 Wochen Winter. Okay, 6 Wochen mehr Schnee. Ja. Ja, und passend zum Thema Winterwetter sitzen wir auch draußen in der Kälte, weil als wir dann da waren, weil wir waren in Punxsutawney auf dem Groundhog Day Festival, da haben wir auch so erbärmlich gefroren. Das hat eigentlich gar keinen, ne, dem Mattes hat es keinen Spaß gemacht. Ja, eigentlich hat es, doch, das war schon ein tolles Erlebnis, aber ganz ehrlich, jedes andere Jahr danach schien irgendwie deutlich besser. Ja. Also das war wirklich ein super, super, super kalter Winter. Und die haben auch da ja in dem Jahr auch tatsächlich eher so eine Art verkürztes Programm geboten. Weil es so kalt war. Und da war ja dann, normalerweise geht das auch noch länger als nur diese Verkündung. Aber dann haben die uns ja alle relativ schnell da auch wieder weggeschafft. Ja, die fangen da schon mitten in der Nacht an. Ne? Also das Fest geht, glaube ich, um 3 oder wann? 3 Uhr morgens? 3 Uhr morgens, ja. Geht das Festival los und dann bei Sonnenaufgang ziehen sie halt das dicke Eichhörnchen aus der Kiste. Und wer den Film kennt, der geht ja davon aus, dass es mitten im Ort ist. Ja. Ist überhaupt nicht. Das ist mitten im Wald. Ja, genau. Also im Ort ist nachher auch, aber naja, erstmal der Reihe nach. Ne? Ja. Also, es trug sich zu am 1. Februar 2013, da ja, wir vor 9 Jahren waren. Dass wir halt hier aufgebrochen sind. Hier war es überhaupt kein Schnee und gar nichts. Es war februarisch kalt, aber sonst war nichts vom Winter zu sehen. Aber da haben wir uns dann mit den Wäldern und Höhen von Pennsylvania ein bisschen verschätzt. Als wir dann da ankamen, haben wir schon ziemlich gefroren. Und erste Amtshandlung war, auf in den Sears, lange Unterhosen kaufen. Genau. Ja. Wir sind da angekommen, irgendwie am Nachmittag oder so. Und auf der Tour fing es dann schon an zu schneien. Und das Wetter wurde immer schlechter. Und was wir ja bisher noch nicht erwähnt haben, wir haben ja quasi auch einen kleinen Groundhog zu Hause. Ja. Also die Lise, unsere Tochter, die Elisabeth, die ist ja am Groundhog Day geboren. Und dementsprechend mussten wir dann also in unsere alte Dreckskarre natürlich auch Geschenke einladen, damit wir dann am nächsten Tag ja trotzdem irgendwie feiern können. Und die waren also eigentlich ganz aufgeregt, Mattes, weil damals war jede Party irgendwie was Besonderes. Ja. Und Elisabeth, weil sie sich einfach auf ihren Geburtstag gefreut hat. Keiner von uns hat geahnt, wie kalt es werden würde. Ja, einfach. Ich habe mir noch so eine schöne Russenmütze gekauft. Ich habe eben zu Hause noch gesucht. Ich dachte, ich hätte sie noch, aber ich habe sie entweder weggeworfen oder halt einfach nicht mehr gefunden. Sonst würde ich sie jetzt nämlich tragen hier. Dann hätte ich mir aber auch diese Tagesdecke überziehen müssen. Ja, wir haben uns auch noch so eine große Steppdecke. Ja. Die haben wir dann noch kurz vor der Abfahrt zum eigentlichen Festival gekauft, weil, wir hatten überhaupt keine Decke, wir hatten nichts dabei. Wir fahren im Winter zum Groundhog Festival, gut, wir hatten eine Jacke, aber wir waren da auf sowas auch noch gar nicht vorbereitet. Heutzutage weiß man das deutlich mehr, wobei wir haben auch später noch den Fehler gemacht, nicht vorbereitet zu sein. Ja, das gehört dazu. jedenfalls sind wir dann da angekommen und wir waren nicht in Punxsutawney, weil selbst mit der langen Vorplanung hat es da kein Hotel oder Pensionsplatz mehr gegeben. Wir waren in einem kleinen Ort, so eine Viertelstunde davon weg, Du Bois. Ja, so klein ist der
der Ort gar nicht, ja. Aber der war eigentlich der nächstgrößere Ort quasi. Ja, jedenfalls haben wir da ein Hotel gefunden und haben dann da Quartier bezogen. Wir waren 2 Nächte, vom 1. bis zum 3. hatten die Geschenke für die Geburtstagsparty am 2. Und natürlich am 2. wollten wir zu diesem Festival. Und da das halt um 3 Uhr schon anfing, wir sind aber nicht um 3 Uhr dahin gefahren, wir sind um 3 Uhr aufgestanden. Ja. Irgendwann um 3 Uhr haben wir uns aus dem Bett geschält. Und die haben tatsächlich in dem Hotel auch angeboten, ne, dass man um die Zeit schon. Die haben Frühstück gehabt, ja. So früh, ja. Die waren auf das Festival vorbereitet. Da war der Frühstückssaal, gut, amerikanischer Frühstückssaal, da gab es Toast, Rührei und einen Kaffee aus dem Pappbecher. Aber immerhin. War alles da. Ja. Und dann haben wir uns ein bisschen was gefrühstückt. Und ich weiß nicht, haben wir die Geburtstagsbescherung damals schon vorher gemacht oder hatten wir die auf nachher verschoben? Ich glaube, wir haben die auch schon mitten in der Nacht gemacht. Ja, ich glaube, wenn guck, wir hier guck mal, wenn, ja. wenn wir ein Bild finden, vielleicht sehen wir da noch irgendwie. Ja, also das sieht schon nach mitten in der Nacht ja. aus. Ja, also es wurde kurz geburtstagsbeschert. Der Kaffee wurde getrunken und dann haben wir uns aufgemacht nach Punxsutawney, Pennsylvania. Und das ist halt, wie Peggy eben schon sagte, es ist irgendwo mitten im Wald. Wir hätten die Wahl gehabt oder die Option gehabt, da natürlich hinzuwandern. Mhm. Aber mit so einem kleinen, wie alt war der Mathis da? Das war knapp 3. Ja, mit so einem kleinen Dreijährigen, der eh keinen Bock auf diesen ganzen Blödsinn hatte. Nö, der war fast 4, aber trotzdem. Ja, da noch 2 Kilometer den Berg hoch durch den Wald laufen. Das war dann also, haben wir uns gegen entschieden. Und Bustickets, du hast dann rausgefunden, dass da Busse fahren. Genau, ne? Die hatten wie so eine, also die hatten halt so ein Pendler, oh, nee, wie nennt man das, Pendel? Ja, mit Schulbussen sind die noch hergefahren. Ja. Ja. Da mussten wir zum Walmart-Parkplatz und von da ging es los pro Person $5, glaube ich. Ja. Und dann haben die uns dann dahin gebracht. Und das war schon alles sehr grenzwertig, weil die Kinder hatten da eigentlich schon keinen Bock mehr. Die haben da beim Warten auf den Bus haben die eigentlich schon gefroren. Wir hatten halt vorher, zu dem Zeitpunkt habe meistens ich fotografiert, habe mich also darauf vorbereitet, ich wollte Fotos machen. Aber Mathis hing nur so an mir dran, der wollte partout nicht irgendwas machen. Wir hatten dann auch noch so eine Taschenwärmer gekauft, ne? Ja, genau. Wir waren auch in dem Walmart, wo wir geparkt haben und der Bus losfuhr. Da war erstmal noch eine Runde Toilette angesagt, also ein letztes Mal pieseln. Und das haben alle nur 100 anderen Leute auch gemacht. Also lange Schlange vom Klo im Walmart. Während ich da mit Mathis gewartet habe, ist die Peggy noch einmal durch den Walmart gestromert und hat diese riesen Steppdecke gekauft. Mhm. Und die Taschenwärmer, die knickt man so auf. Aber, und dann aber heiß, diese ne? Taschenwärmer, da sind wir auch nur drauf gekommen. Während wir draußen gewartet haben, hat uns eine Frau für den Mathis welche in die Hand gedrückt. Stimmt, ja, der Mathis war so am Krähen und die netten Pennsylvania. Die waren wirklich alle super nett. Die haben uns dann so ein Ding in die Hand gedrückt und haben uns überhaupt erstmal davon erzählt, weil ich kannte das überhaupt gar nicht. Und dann bin ich dann natürlich auch noch da in dem Walmart und wie gesagt, dann habe ich eine dicke Steppdecke. Dann, wir haben irgendwie kurz vor Abfahrt noch so viel gekauft, einfach nur, um es irgendwie wärmer zu haben. Aber da draußen mitten im Wald war es irgendwie noch kälter. Ja, als wir dann auf dem Festplatz waren, da waren genügend Leute, aber halt nicht so viele, dass man halt es kuschelig warm um sich rum hatte. Ich weiß noch, das war so ein bisschen schräge. Wie so ein Amphitheater. Genau, hinter uns waren so Holzhütten aufgebaut, da waren die ganzen Fernsehsender waren da drin. Richtig. Die haben da live berichtet natürlich. Aber halt in diesen etwas wärmeren Jahren, da siehst du dann auch manchmal so diese Reportagen oder so. Also da ist deutlich mehr los, als es in dem Winter los war, weil es wirklich so kalt war. Und dann haben die dann halt so ein bisschen, selbst vorne auf der Bühne, wo dann im Prinzip das große Programm ist, war hauptsächlich, dass die getanzt haben in so dicken Klamotten, das teilweise... Genau, sie haben auch die Leute halt animiert, sich zu bewegen, damit da halt keiner irgendwie am Boden festfriert. Und spannend war es trotzdem, aber wie gesagt, der Mathis und die Lise, die hingen, also Lise war einfach nur... Ja, aber ihr Geburtstag und dann da irgendwie viel zu früh aufstehen, die Schenke nicht ordentlich auskosten und dann dumm im Wald rumstehen. Ne? Ja, und das Problem war halt auch dadurch, wir waren dadurch, dass wir uns Zeit gelassen haben, auch relativ später und auch wenn das so ein bisschen höher ging,
wir haben halt relativ weit hinten gestanden. Das heißt, die beiden haben auch gar nicht wirklich viel gesehen. Ja, die haben nur Hintern gesehen von den anderen Leuten hier. Wir zeigen mal ein Bild, wo Lisa eingewickelt ist in der Steppdecke. Und da sieht man die Leute drumherum stehen. Die sind also die Popos sind alle auf Nasenhöhe da. Ja. Den Mattes, den haben wir hin und her gereicht. Den hatte ich mal auf dem Arm und dann hatte Peggy den mal wieder auf dem Arm. Dann war es für den letztendlich okay. Ja, aber geweint hat er trotzdem eigentlich die meiste Zeit. Der war einfach nur froh, als der ganze Unsinn vorbei war. Das stimmt. Ja. Ja, und dann hatten wir halt einen schönen Blick auf die Bühne. Da haben wir auch noch ein paar Fotos hier. Da ist dann irgendwie, da steht dieser Baumstumpf, wo das Murmeltier drin wohnt. Und wenn man den Film sieht, da sind ja die Jungs schön angezogen im Frack und mit Zylinder. Das ist hier auch so. Das ist so ein Verein, so eine Society, die sich nur um das Murmeltier kümmert und halt dieses Fest veranstaltet. Ja, und da waren da, was sind das, junge Damen in bunten Sweatshirts, die dann davor getanzt haben. Genau. Ja. Und der Phil, der wohnt ja nicht das ganze Jahr da irgendwie da draußen, sondern der wohnt ja schon tatsächlich mitten in dem Ort. Die haben, ich weiß gar nicht, ist das ein Wettermuseum oder irgend sowas? Foto von. Irgend so ein Museumsdingens. Ja. Genau, Punxsutawney Weather Discovery Center. Und da drin wohnt eigentlich der Phil. Ah, okay, da hat er so ein kleines Gehege. Ja. Okay, das wäre ja auch schlimm, wenn die den ganzen Jahr in diesem Baumstumm da halten würden. Ja. Ne? Ja. Naja, da war dann irgendwie, wann waren wir da? Um 6, 6:30? Wir waren insgesamt vielleicht so kurz nach 5 oder so. Also wir waren gar nicht so endlos lange da. Fühlte sich halt nur durch die Kälte so endlos lange an. Und dann, ja, dann gab es noch ein Feuerwerk, um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Dann bevor dann an Sonnenuntergang, Moment, lass mal gerade hier die Fotos gucken. Sonnenaufgang natürlich. Hier ist nochmal Lisa eingewickelt. Oh mein Gott, wie die guckt. Ja, die ist so fix und alle. Ja. Das war so, ach, die taten mir beide furchtbar leid. Ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, und dann kamen hier die Jungs zusammen. Und Peggy hat natürlich auch einen Schnappschuss von dem dicken Nager gemacht, den wir an dieser Stelle hier mal einblenden. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er damals auch seinen Schatten gesehen hat, so wie heute. Nee, hat er nicht. Damals hat er gesagt, dass der Frühling kommt in den nächsten 6 Wochen. Ah ja, schön. Kam aber nicht. Also das war ein endlos langer Winter. Und dann haben sie ein Ei geschlachtet und aufgegessen, weil er gelogen hat. Er ist immer noch derselbe. Angeblich ist es immer noch derselbe. Wie alt wird denn so ein Murmeltier? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt von irgendeiner anderen Dings ist doch jetzt 2 Tage vorm Fest. Ja. Weil da gibt es nicht nur Punxsutawney Phil, sondern die gibt es wirklich in jeder Region irgendwie, die haben ihren eigenen. Und da ist jetzt gar nicht so weit weg von hier, meine ich, einer gestorben 2 Tage vorm Fest. Ja, sowas. Da musste das Fest jetzt absagen. Und da gibt es kein Backup irgendwie, keinen zweiten Phil? Wahrscheinlich ist der Phil oder wie auch immer der hieß, noch nicht antrainiert gewesen, keine Ahnung. Ja. Ich habe vergessen, wie der hieß. Ja, aber es gibt einen Chuck auf Long Island. Haben die hier im Peekskill nicht auch mal im Bear Mountain auch mal einen gehabt? Bear Mountain Zoo hatte auch einen. Ich habe aber keine Ahnung, ob es den noch gibt. Ja. Da springen halt alle auf dieses Festival, auf den Zug mit auf, weil sie halt hier pinke. Genau, aber der bekannteste ist eindeutig der Punxsutawney. Genau, ja, wahrscheinlich aber auch erst durch den Film so bekannt geworden. Ne? Ja. Ah, hier sieht man auch da, die ganzen Fernsehstationen mit ihren Satellitenschüsseln sind da. Und dann, ganz interessant war noch zu erfahren, dass dieses ganze Gewese um das dicke Murmeltier drumherum, wer hat es erfunden? Die Deutschen. Die Deutschen. Dieser Unsinn, der ist von den Deutschen irgendwie eingeführt worden, die nach Pennsylvania ausgewandert sind. Als wir das gelesen haben damals, haben wir gedacht, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Aber tatsächlich habe ich auch heute erst wieder einen Artikel gelesen, wo das tatsächlich halt so, dass quasi so Wetterprognosen gemacht wurden, schon in frühen Jahren in Deutschland, anhand von so Nagetieren, die halt Hibernate, also die aus dem Winterschlaf aus waren. Winterschlaf, auch, ne? Danke, ja. Das war das. Ja, hier war so eine Tafel, da stand halt drauf, as early as 1886, German immigrants here observed Groundhog Day and established the Punxsutawney Groundhog Club in 1899, according to Folklore. Also der mündlichen Überlieferung nach. Inwieweit das jetzt stimmt, weiß man nicht, aber es scheint wohl so zu stimmen, dass die Deutschen halt diesen Unsinn mit dem Nagetier da verzapft haben.
Ja. Naja, und dann war die Veranstaltung quasi zu Ende. Alle strömten langsam wieder zu den Bussen. Und unsere Kinder haben so furchtbar geweint. Und also da hat, glaube ich, selbst die Liese geweint. Ja. Und auch da muss man wieder sagen, die Leute sind hier doch sehr viel freundlicher, sehr viel netter. Die haben uns wirklich quasi vorwärts gepusht, ja, damit wir dann schneller an den Bussen waren als halt die anderen, die alle da gewartet haben. Und die Kinder haben immer nur, die hatten Handschuhe und alles an. Und trotzdem, wenn du an dem Punkt bist, wo du deine Hände halt auch nicht mehr spürst, also die haben alle beide so gejammert. Und dann sind wir in diesen Bus rein. Und diese Schulbusse waren auch furchtbar kalt. Ja, die waren aber kalt, egal. Aber egal, wir konnten sitzen und wir sind an den Berg da runtergeschaukelt. Und da ist wohl noch irgendwer umgefallen in der Menge. Hier, das Bild blende ich dann jetzt auch mal ein, wo wir uns zum Bild irgendwie ganz mit Babyschritten zum Bus voran bewegen. Also die Strecke, die man jetzt auf dem Foto sieht, von dem Standpunkt des Fotografen bis zum Bus, hat eine Stunde gedauert. Ja, obwohl man uns schon oft vorgelassen hat. Also das war, weil da passt ja auch nichts rein in so einen Bus. Ne? Dann steigen da 50 Leute ein, dann fährt der weg und dann sind da nur 3 Busse oder so. Da kommt man ja nicht vorwärts. Ja, und dann jedenfalls ist da noch einem schlecht geworden. Dann mussten auch noch alle stehen bleiben, dann ging es überhaupt nicht mehr weiter. Und dann kam noch ein Hubschrauber angeflogen und hat dann da First Class Service runter ins Dorf geflogen. Ja, aber letztendlich, als wir dann unten im Dorf waren, toi toi toi, ging das Fest dann weiter. Also da war dann in den Wirtschaften und Gasthäusern und in der City Hall und überall waren noch Stände aufgebaut. Und man hatte vorher auch schon bei dieser Veranstaltung durchgesagt, wenn jetzt jemand dabei ist, der am Groundhog Day Geburtstag hat, dann sollen die bitte zu dem und dem Ort kommen, irgendwie Gemeindehaus oder irgend sowas, und sich dort bitte melden, auch mitteilen, dass es deren Geburtstag ist und so. Und da sind wir dann dorthin. Und da war dann wirklich eine ganze Schlange, aber nicht so extrem, aber wo dann halt, und das zeigen wir auch das Bild, ne? Ja, klar. So, da ist dann auch Groundhog Birthday Party. Da war dann ein extra Raum, wo die dann hingehen konnten. Und dann gab es Geschenke. Ich weiß gar nicht mehr, was es alles gab. Es gab eine kleine, wie so eine Medaille zum Umhängen. Ja. Es gab, glaube ich, ein Groundhog-Kuscheltier. Und noch irgendwas. Und dann gab es noch einen kleinen Mini-Cupcake und einen Kakao. Das hat die Liese damals alles gekriegt. Genau. Also da ging es ihr dann schon wieder deutlich besser. Da hat sie dann auch schon ein ganz leichtes Lächeln wieder auf den Lippen. Ja. Was habe ich denn da für ein Telefon? Ist das noch das gute alte iPhone 4? Möglicherweise. Hattest du ein iPhone 4? Und den 4S habe ich angefangen. Das war mein erstes. Du hast ja mit dem 4er angefangen. Ja. Aber wir schweifen ab. Ja. Ja, und dann unten in der Stadt, da war dann natürlich auch noch was für Peggy, ne? Unsere Vogelfoto- und Kleintierfotografin. Die haben im ganzen Ort verteilt so Murmeltiere aufgestellt. Und zwar hier irgendwie so mannshoch und dann verschieden angemalt. Man kennt das ja auch zum Beispiel aus Berlin mit den Bären. Ja, hier so. Von einem 2014er Roadtrip. Ich verlinke euch den mal hier hin. Da ist die Peggy im letzten Video Bären jagen gegangen. Ja. In Cherokee. Ja, aber man kennt das halt auch in Deutschland. Und dann hatte da jeder... Also ich habe nicht alle gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Wie viel gibt's? Also damals, meine ich, gab es 13, mittlerweile sind das mehr geworden. Da kommt jedes Jahr einer dazu? Ich weiß nicht, ob einer oder sogar noch mehr, aber ja, da kommen jedes Jahr welche dazu. Ja, ja, jedenfalls sind wir dann noch rund gefahren, also die weiter aus dem Stadtkern raus waren und haben noch ein paar Murmeltierbilder gemacht. Ja. Ja, und dann war unser Tag im Prinzip auch schon langsam zu Ende, ne? Weil morgens um 3 Uhr aufgestanden. Also wir sind dann ins Hotel, dann konnte Elisabeth erstmal so ein bisschen ihre Geschenke nochmal genauer angucken. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, alle auch einen Mittagsschlaf gemacht. Tief und fest genickert dann, bevor wir dann abends essen gegangen sind. Ja, da waren wir im Perkins. Perkins, da waren wir das erste Mal in einem Perkins-Restaurant. Ja, das ist sowas, ich weiß nicht, wie würde man das beschreiben? Ein Family Diner? Ja. Also nicht so ranzig wie so ein Diner, der an der Straße steht, wo die Trucker sitzen, sondern halt ein bisschen mit Teppichboden und aber das gleiche fettige Futter. Ne? Ja. So wie, ich weiß nicht, ob ihr Applebee's kennt die wahrscheinlich auch nicht. Nee, ne? Das ist auch so ein Family Diner. Mir fällt aber jetzt auch gar nicht irgendwas Vergleichbares in Deutschland ein, ehrlich gesagt. Nee, so eine Kette gibt es da gar nicht. Glaube ich nicht. Na, jedenfalls waren wir da zum ersten Mal beim Perkins. Die haben so ein bisschen so Backwaren, natürlich nur Teilchen, Muffins und so ein Zeug und halt so ein bisschen Family Diner, Fritten, Burger, Zeug. Damals hat die Lisa noch Fleisch gegessen, ne? Das stimmt. Ja,
Die hat sogar mal auf dem Butterkeks eine Scheibe Salami gehabt. Ja, damals war das noch kein Problem. Ja. Da konnte man noch problemlos mit ihr irgendwo hingehen. Ja, und dann waren wir beim Perkins, haben gegessen und dann haben wir den Tag noch irgendwie, wie haben wir den verbracht? Keine Ahnung, wahrscheinlich im Bett und vom Fernseher. Irgend sowas. Wir hatten ja immer, wir haben ja immer noch kein ordentliches amerikanisches Kabelfernsehen hier. Und eins der Highlights für die Kinder war und ist vermutlich noch, wenn man ins Hotel kommt, sich mal durch die ganzen amerikanischen TV-Kanäle durchzuzappen. Ne? Aber ganz ehrlich, ich vermisse es immer noch nicht. Nö, also das Fernsehen so, vermisse ich überhaupt also nicht. Also das ist so ein Schwachsinn, du willst eine 20-Minuten-Folge von irgendwas gucken und hast irgendwie... Bist eine Stunde beschäftigt. Ja, locker, weil du ständig nur diese ganze Werbung dazwischen hast. Also das brauche ich nicht. Ja. Lass mal eben einen Blick auf unsere Checkliste werfen. Ja. Was haben wir denn da? Schnupp, schnupp, schnupp. Haben wir auch erwähnt, dass die auch ein Feuerwerk gemacht haben? Ja, aber glaube ich, als wir an den Bildern vorbeigekommen sind, habe ich das gesagt. Ansonsten war das unser Groundhog Day in Punxsutawney. Vielleicht noch so Wissenswertes von Wikipedia. Alles das, was ihr im Film Untäglich grüßt das Murmeltier seht, ist nicht in Punxsutawney in Pennsylvania gedreht worden, sondern irgendwo südlich von Chicago in einem kleinen Dorf. Aber tatsächlich, diese Bühne, auch wenn es und dieser Baumstumpf und das alles, was man halt so im Film sieht, das sieht schon im wirklichen Leben, also in Punxsutawney auch sehr, sehr ähnlich aus. Das ist ein bisschen schicker eigentlich sogar. Ja, und der Platz, wo das Festival stattfindet, der heißt auch Gobbler's Knob. Was heißt Gobbler? Ist das hier von, was man runtergobbelt? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, das ist so dieses, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Da hätte man mal gucken müssen. Ist ja auch wurscht. Ja. Wenn er es rausfindet, schreibt es uns in die Kommentare, was Gobbler's Knob heißt. Und naja, es gab Gobbler's Knob, die Geschichte stimmt, aber halt im Film, der Ort, den man da sieht, wir konnten also nicht an Original-Locations Fotos machen. Nee, aber das ist, glaube ich, auch wirklich der einzige Groundhog Day in den letzten 17 Jahren, wo wir nicht den Film gesehen haben. Doch, den haben wir im Fernsehen da gesehen. Der lief im Hotel. Ja, haben wir? Okay. Ja. Das wussten Sie. Dann wissen wir doch. Der lief auf allen Kanälen. Und das müssen wir auch heute noch machen, den Groundhog Day gucken. Wir haben jetzt noch zwei Agendapunkte. Einmal mit dem Geburtstagskind essen gehen. Sie wählt jetzt gerade aus, welches Restaurant es denn sein soll. Und danach geht es auf die Couch Groundhog Day gucken. Und wir haben uns extra in unserem Family-Kalender einen Eintrag gemacht vor 2 Jahren, weil den haben wir uns nämlich auf Apple TV gekauft. Ne? Mhm. Und weil wir auch, wie jeder andere auf dieser Welt, auch schusselig ist, würden wir den jedes Jahr wieder kaufen, weil wir nicht wissen, dass wir den schon mal gekauft haben. Da ging nämlich eben eine Notification bei mir auf, dass wir den gekauft haben. Ja, das ist ja wieder so ein typischer Film. Den kannst du eigentlich das ganze Jahr sehen in diesen ganzen Streaming-Services. Ja. Aber natürlich an dem eigentlichen Tag ist der raus. Holen sie ihn runter. Und dann kannst du den nur mieten oder also ausleihen oder kaufen. Ja, und wir haben ihn uns halt gekauft, weil das gehört zu unserem Jahresfilmkreis. Also da können wir vielleicht mal einen eigenen Storyblock-Dings zu machen. Die Filme, die uns so durchs Jahr begleiten. Ja. Das sind nämlich immer die gleichen 7 oder 8 Filme, die uns den Weg durchs Kalenderjahr zeigen. Das stimmt. Ja, and with that said, hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, es wird kalt. Es wird kalt und ihr wisst ja, wir haben noch was vor. An dieser Stelle dann schönen Dank fürs Zuhören oder und Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es uns auch wissen. Ja, Daumen runter, scheißegal. Dann sagen wir einfach mal, vielleicht hoffentlich bald bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ne? Okay. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.